Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier vom Kitzsteinhorn bei Kaprun begrüße ich Sie zu unserer Sendung Gipfelsieg, der Wille versetzt Berge. Auch heute treffen einander zwei starke, zwei große Persönlichkeiten. Publikumsliebling Sepp Forcher, er ist hier mit der Gegend, mit dieser Region ganz innig und tief verwurzelt. Beim Bau der Tauernkraftwerke in Kaprun war er einst selbst tätig, als Bergsteiger und als Mineraliensucher. Später hat er im Salzburgischen auch als Hüttenwirt gearbeitet. Er kennt unser Land wie kaum ein Zweiter und er weiß viel über das Leben, die Berge und die Bücher. Das waren seine Lehrmeister. Barbara Simmer-Rummel ist Architektin und Sachverständige für barrierefreies Bauen. Ein Unfall im Jahr 2001 hat ihr Leben verändert. Seither ist sie querschnittgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Aber trotz dieses Handicaps führt sie ein sehr dynamisches Leben. Beruf, Reisen, ihr Ehemann und seit kurzem gehört ihre Tochter dazu. Mit welchen Barrieren in der äußeren, aber auch in der inneren Welt sieht sie sich konfrontiert und wie schwierig und wie wichtig ist es, diese Barrieren niederzureißen? Darüber wollen wir heute sprechen bei einem Gespräch auf Augenhöhe hier heroben am Kitzsteinhorn. Initiiert wurde dieser Gipfelsieg auch diesmal wieder von Marianne Hengel, der Obfrau des Vereins Roll-on Austria. Wir suchen ja uns immer Berge aus, die barrierefrei sind, wo man barrierefrei in die Gondelliner kommt, wo man einfach herzlich willkommen sind. Unsere Seilbahnen sind alle barrierefrei gebaut. Somit ist es für jedermann möglich, von der Talstation auf 900 Meter bis zur Bergstation auf über 3000 Meter zu fahren. Für mich ist das immer was Schönes, wenn ich wohin komme, wo ich vor Jahren war. Und ich sehe das aus einem anderen Blickwinkel. Ja, sicher. Schau dir das an. Das wunderschöne Wetter und die Konturen der Berge und die Gletscher. Also es ist einfach so unbeschreiblich und da wird man als Mensch schon sehr dankbar und demütig, muss man sagen. Ich finde, es gibt Dinge, was Menschen mit Behinderungen einfach nicht kennen. Wir müssen uns mit verschiedensten Barrieren einfach auch abfinden, weil es einfach nicht möglich ist. Und ich sage jetzt so, umso schöner ist es, wenn dann die Barrierefreiheit gegeben ist und wir dann Dinge erleben können, die unbeschreiblich sind. Barbara Simmer-Rummel, Sepp Forcher, ich begrüße euch ganz herzlich am Kitzsteinhorn bei unserem Gipfelsieg hier in Kaprun. Sepp, du bist hier mit dieser Gegend ganz tief und innig verbunden. Erzähl uns von deinen ersten Erinnerungen, von deinem Verhältnis zu Kaprun. Seit dem Jahr 1950, da bin ich das erste Mal hergekommen. Da war ich Träger auf dem Heinrich-Schweiger-Haus und da habe ich jeden Tag das Kitzsteinhorn gesehen. Und es war kein leichtes Tor, aber seither bin ich einfach Kaprun treu geblieben, bis zum heutigen Tag. Und es war heute für mich, hat es zwei schöne Ereignisse gegeben, dass ich mit der Barbara bekannt worden bin, mit dir auffahren habe dürfen und dass ich gefahren bin, weil es gehfrei hat mich nicht mehr jetzt, muss ich sagen, weil da warst du ein paar Stunden unterwegs, von da bis daher. Aber wenn man dann da ist und wir es mehr erlebt haben, ist das schon großartig. Wenn du an die Zeit in den Bergen denkst, ans Berggehen denkst, denkst du dann auch immer an diese intensive körperliche Erfahrung? Naja, du hast bei dem, was ich dann habe, Träger sein, hast du viel Zeit zum Denken. Du bist gezwungen, weil du schwere Last trägst, langsam zu gehen. Und in deinem Kopf hat alles Platz. Und überhaupt den Kopf von einem 19-Jährigen, was da alles reingeht, das ist erstaunlich. Und ich wundere mich heute noch, dass ich das eine oder andere noch weiß, was damals reingegangen ist. Aber wie sehr haben dich die Berge in ihrer Unerbitterlichkeit, auch in ihrer Härte an deine körperlichen und auch an deine mentalen Grenzen herangeführt? Naja, man wird kein Wasserl, wenn man in den Bergen unterwegs ist und so wie ich überhaupt so wie leben. Und wenn du vom Bergführer abstammst, dann ist das nur einmal ein Härtegrad mehr. Also manche sagen, dass ich ein ganz harter, brutaler Kund gewesen bin.
aber ich habe mich nie so gesehen. Barbara, du hast die körperliche Auseinandersetzung und Herausforderung ja auch eine Zeit lang intensivst gesucht. Und zwar im Sport, im Spitzensport kann man sagen. Im Rollstuhl hast du Skifahren gemacht, du hast aber auch Triathlon gemacht. Warum diese intensive körperliche Herausforderung? Was wolltest du dir oder auch anderen zeigen? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin da so hineingerutscht in diese sportliche, Sportlichkeit eigentlich. Ich hatte Freunde, die sehr viel Sport gemacht haben. Und es hat mich total fasziniert, eben mit dem Monoski Ski zu fahren. Also ich kann das jedem, der gehen kann, nur empfehlen, sein Gerät einmal auszuprobieren, wenn man ganz nahe am Schnee ist und wirklich super kaufen kann. Aber natürlich braucht man dann einen Ausgleich im Sommer, damit man sich die gute Form, die gute sportliche Form erhält. Und das war anfangs einfach das Radfahren, das Handbiken, heißt das für Rollstuhlfahrer. Und das hat mir total gut gefallen und da gab es dann eben Freunde, die gesagt haben, du, wir haben da jetzt was Neues ausprobiert, es gibt etwas, das heißt eben Paratriathlon und das wäre eben mit Schwimmen und so weiter. Und dann habe ich überhaupt erst das Schwimmen als querschnittgelähmte Frau wieder lernen müssen und das Kraulen auch wirklich mit einem Schwimminstructor und alles gemacht. Und ja, es hat dann gegipfelt eigentlich in der Weltmeisterschaft in Hamburg, das war 2007. Wo ich dann Vize-Weltmeisterin wurde. Und dann hat es mir aber eigentlich auch wirklich gereicht. Also da habe ich mich so hineingesteigert in diese Sache, dass ich mir dann gesagt habe, ja, eine Weltmeisterschaft reicht dir. Und dann habe ich es ein bisschen eher schleifen lassen. Was du aber dann auch einmal gesagt hast, war, dass mit dem Leistungssport im Rollstuhl aufzuhören für dich ein härterer Einschnitt war als der Unfall und der Querschnitt. Das musst du erklären. Als ich den Autounfall hatte, da war ich sehr jung und ich habe das extrem als Herausforderung angenommen. Also das Mädchen, das damals gefahren ist bei dem Autounfall, die ist wirklich sofort gestorben im Auto noch. Das war sehr traurig und es hat mich aber bestärkt in meinem ganzen Leben zu sagen, okay, ich muss Ja sagen zum Leben und ich muss was draus machen. Ich durfte das überleben und ich mache jetzt wirklich etwas draus. Ja? Und ich war dann auch sehr positiv. Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gehört von der Kira Grünberg, die das auch genauso wie ich damals eigentlich so extrem positiv sieht und mir geht's gut und ich schaffe das und so weiter. Genauso war ich damals. Und wie das mit dem Sport war, da hatte ich eine plötzliche Diagnose, wo ich aufhören musste eben. Und die hat mich total überrumpelt. Ich war eigentlich nicht mehr darauf gefasst, irgendeine Diagnose zu bekommen, die dann, wo ich mein Leben so wieder ganz umkrempeln muss. Und deshalb hat das eigentlich, ja, das hat eigentlich mein Leben stärker eingeschnitten als damals der Unfall, weil es vermeintlich nach außen hin überhaupt nichts war, aber innerlich mein ganzes Leben sich ändern musste. Also ich musste von 20 Stunden Sport in der Woche irgendwie auf null zurückstecken. Und das war ziemlich hart. Das war härter. Das war wirklich härter. Sepp, die Barbara hat gerade die Kira Grünberg erwähnt, eine junge Sportlerin, die in diesem Jahr beim Stabhochspringen schwer verunglückt ist und seither querschnittgelähmt ist und hat auch ihre positive Kraft und ihre positive Ausstrahlung, die sie an sie und an deine Situation damals nach dem Unfall erinnert. Das ist für manche Menschen immer schwer zu glauben, dass einem so ein Schicksalsschlag widerfährt und dass man dann sagt, ja, ich nehme das an. Das ist ein gutes Leben. Ich mache jetzt ein gutes Leben draus. Ich war ziemlich fassungslos, wie ich die Barbara gesehen habe und wie sie geredet hat. Und da habe ich mir gedacht, ja, jeden Moment steht sie auf und geht davon. Also du hast nie das Gefühl gehabt, mit einem Menschen zu tun zu haben, der sehr eingeschränkt ist in seiner Bewegungsfreiheit. Und was mir unter die Haut gegangen ist, ist der Umstand, du warst dem Tod sehr nahe. Also deine Freundin ist gestorben neben dir. Und ich glaube, dass du instinktiv daraus die Verpflichtung abgeleitet hast, das Leben, das dir geblieben ist, zu nutzen. Auf jeden Fall tust du das in einer traumhaften Art und Weise. Aber auf diese Situation möchte ich gern nochmal eingehen, beziehungsweise dich bitten, uns diese Situation, soweit du das auch kannst, zu erzählen. Es war 2001, es war ein Verkehrsunfall. Deine Freundin war Lenkerin, du warst die Beifahrerin, ihr seid von einem LKW geschnitten worden und dann eben dieser schwere Autounfall. Deine Freundin ist verstorben, du hast querschnittgelähmt
überlebt. War das für dich immer das bessere Ende, der bessere Ausgang? Auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die in einer Situation so weit gehen zu sagen, ach, wäre ich nur gestorben. Nein, nein, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also so etwas zu sagen, nicht in einer Sekunde meines Lebens habe ich so gedacht. Weil in Wirklichkeit ist es ja so, dass bei so einem Unfall wird einem erst wieder bewusst, was das Leben für ein Geschenk ist. Und das ist, glaube ich, gut, dass sowas passiert, dass man wirklich daran erinnert wird. Aber andererseits muss ich auch sagen, es prägt. Sepp, du hast dich in deinem aktuellen Buch, aber schon vorher auch in einem Buch, intensiv mit dem Thema Glück und Glücksmomenten befasst. Da spielt auch die Dankbarkeit eine ganz große Rolle. Brauchen wir denn tatsächlich, ist der Mensch so gebaut, dass es immer wieder heftige Einschläge auch braucht, dass es Schicksalsschläge braucht, dass es diese Kontingenzerfahrungen braucht, dieses Leben kann auch ganz anders sein, damit wir auch wieder dankbar, demütig, glücklich sein können? Da ist schon was dran, obwohl ich es nicht verallgemeinern möchte. Also Schicksalsschläge sind nicht unbedingt ein gutes Rezept, um glücklich zu werden. Es trifft da sehr oft das Gegenteil ein. Und Glück ist ja ein Zufallsprodukt. Also das kannst du nicht kaufen, das schmeißt da keiner nach, das passiert im Leben. Ich dachte, den Umstand, der am erstrebenswertesten ist, mit dem furchtbar altmodischen Wort Zufriedenheit bezeichnen. Das trifft es besser, dass man mit dem, was man hat, mit dem, was man ist, ob man jetzt die Barbara ist oder der Sepp mit seinen 85 Jahren, man ist zufrieden damit. Und du bist glücklich noch dazu, aber das ist natürlich dein Betriebsgeheimnis. Mhm. Nicht, weil du hast da so ein liebes kleines Glück bei dir. Das ist großartig. Also das ist so berührend und so beneidenswert. Da kann man sagen, das ist dein Glück, das wahrlich verdient ist. Aber ist denn das Glück tatsächlich nur ein Zufallsprodukt? Also es gibt Philosophen, die gehen so weit zu sagen, Glück ist eine Talentfrage. Oh, was ist das für ein Philosoph, der sowas daherredet? Nein, es gibt es also jetzt auch aus deiner großen Lebenserfahrung nicht Menschen, die ein größeres Talent haben, glücklich zu sein? Immer wieder trifft man Menschen, die sehen das Glas als halb voll und andere, die sehen es als halb leer. Ja, es ist, also ich kann nur sagen, Glück ist etwas, das kannst nicht, das hat mit Talent meiner Ansicht nach gar nichts zu tun. Es muss sich ergeben im Leben. Ich meine, bei dir hat es sich in einer wunderbaren Weise ergeben, bei mir auch, ich habe es da wart. Nicht? Ich bin alt genug geworden, wir helfen alle weit zusammen und das genießen wir und darum sind wir glücklich und zufrieden. Man sagt ja auch im herkömmlichen Sinn alle glücklich und zufrieden. Also man trennt die zwei Dinge nicht voneinander. Und Glück ist ja so eine Modegeschichte geworden. Weißt? Also dass manche Leute glauben, sie können das erwerben, indem sie sich übertrieben anstrengen oder indem sie übertrieben faul sind. Das ist ganz gleich. Übertreiben musst du auf jeden Fall, wenn du was erreichen willst, so glauben. Glaubt man heutzutage. Wir leben in einer Zeit der Übertreibungen, der maßlosen Übertreibungen. Das ist überhaupt keine Frage. Da brauchst du kein Philosoph sein, dass man sowas rausfindet. Aber ich meine, danach zu streben, ist was Ehrenvolles. Das ist was Schönes. Weil ein glücklicher Mensch, ein zufriedener Mensch, der tut einem anderen nichts. Weil sonst verliert er sofort seine Position. Wir haben gerade vorher auch über Schicksalsschläge gesprochen und über diesen Tag, der Barbaras Leben so sehr verändert hat. So einen Tag gibt es und gab es auch in eurem Leben. Der Unfall eures Sohnes ist jetzt schon fast 40 Jahre her. Euer Sohn Peter ist damals tödlich verunglückt. Ist das was, wo du überhaupt hindenken kannst an diesen Tag? Na ja, am Anfang waren wir verzweifelt und haben gehadert und gesagt, was ist denn das für Herrgott? Der soll sich verstecken, nicht doch hadert man, da ist man besser. Und dann haben wir miteinander über geredet und geredet, das war unsere Therapie, dass man mit dem Unglück fertig wird. Man redet halt miteinander über den Buben, den man verloren hat. Und heute, wo das fast 40 Jahre her ist,
stellen wir mit einer gewissen Genugtuung fest, dass er allweil noch der gleiche ist. Der gleiche Rotzlöffel mit 19,5 Jahren, wie man mögen haben und kritisiert haben. Und wie es halt alles passiert in einer Familie, wo er so eine gleiche 19,5 Jahre alt wird. Und diese Verwandlung, diese Metamorphose, weißt, also von der Katastrophe irgendwie nicht in der Lichtgestalt, aber doch in etwas unglaublich Positives, das trägt schon zu unserem Zustand des Zufriedenseins und des glücklichen Zufriedenseins bei. Wenn du von so einem Unfall hörst, und die Barbara war auch 19 Jahre damals, ist das immer was, das dir auch die Erinnerung an diesen Tag wachhält? Naja, eins kommt auch dazu, wenn man so eine gravierende Katastrophe erlebt, und das ist schlimm, wenn ein Kind vor den Eltern sterben muss, wenn du sowas erlebst, schreckt dich eigentlich nichts mehr. Der Tod begegnet dir dann in vielerlei Formen. Und ich, wenn ich da oben sitze und an meine Arbeitskollegen denke, mit denen ich da in Kaprun gearbeitet habe, da lebt keiner mehr davon. Aber es tut mir nicht weh, weil ich habe den einen oder anderen noch in seine letzten Tage gesehen und das sind so schöne Erinnerungen. Und die Welt, in der man als alter Mensch lebt, ist von Erinnerungen geprägt. Die bringt der Alltag nicht mehr so durcheinander. Mhm. Barbara, wie war damals diese Situation für deine Eltern, für dein Umfeld? Wie sie sind die mit der neuen Situation umgegangen? Wie bist dann in Folge du damit umgegangen? Also ich glaube, meinen Eltern ist es wesentlich schwerer gefallen, diese Zeit, als mir. Die mussten natürlich sehen, ich bin das einzige Mädchen unter vier Kindern. Und die können auch heute noch sehr schwer damit umgehen, muss ich sagen. Also ich glaube, es war gut, dass ich irgendwann einmal mein Elternhaus wieder verlassen habe, damit sie mich nicht jeden Tag sehen müssen. Mein Vater tut sich sehr schwer mit der Situation, gebe ich ehrlich zu. Mein gesamtes Umfeld, meine Freunde, also ich kann auch gar nicht sagen, ich hätte irgendwelche Freunde verloren, weil ich hatte nur wenige ganz enge Freunde und die sind mir auch alle geblieben. Also die gehen auch ganz normal mit dem um, also so wie wenn das immer so gewesen wäre. Aber darf ich sagen, aber wahrscheinlich sind sie geblieben, weil du das nicht voll gejammert hast. Nein, um Gottes ja, Willen. Du hast diese Kraft in dir. Und der beste Freund wendet sich von seinem kranken Freund ab, wenn der mit dem Jammern überhaupt nicht mehr aufhört. Und wenn er feststellen muss, es geht nichts weiter. Und der bemüht sich auch nicht darum, dass was weitergeht. Dann wirst du müde als Freund und verlierst. Aber genau das ist eigentlich das, was meine Eltern mir fast ein bisschen vorwerfen, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich habe jetzt einen Unfall gehabt, ich habe sehr viel Therapie gemacht, ich habe mich probiert, meine Behinderung zu verbessern und irgendwann habe ich gesagt, so, passt aus. Und das ist eigentlich das, was den Eltern eigentlich ganz schier getan hat, weil sie gesagt haben, ja, aber du probierst es ja gar nicht. Wo ich dann gesagt habe, bitte irgendwann einmal muss ich aufhören, daran zu denken, ob ich wieder gehen kann und mein Leben einfach weiterleben. Und das kann man nicht. Man kann nicht 10 Jahre probieren, wieder gehen zu lernen, wenn es eigentlich, ich sage einmal so, in meinem Fall, es ist wirklich jede Verletzung, jede Querschnittlähmung unterschiedlich, aber in meinem Fall war es relativ klar, dass das bleiben wird. Man probiert natürlich Dinge zu verbessern. Es gibt Funktionen, die zurückgekommen sind in den Beinen. Das ist super. Aber wieder gehen war eigentlich von Anfang an klar, dass das nicht sein wird. Und ja. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einen jungen Mann, den Nico Landmann, den du vielleicht kennst, Tennisprofi, der auch im Rollstuhl sitzt nach einem Unfall, den er als kleines Kind hatte. Und als kleines Kind hat er immer gesagt, ich bin überzeugt davon, dass ich irgendwann gehen werde, dass ich nicht mehr im Rollstuhl sitzen werde. Und jetzt ist er 18 und sagt, irgendwann bin ich draufgekommen, wenn mein Lebensglück daran hängt, ob ich ein paar Stiegen rauf oder runter gehen kann, dann läuft im Leben was falsch. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass du auch dorthin gekommen bist, aber doch sicher nicht gleich. Also die erste Zeit und die Diagnose und auch das, die Diagnose, wie sie dir die Ärzte mitgeteilt haben, das muss doch zunächst einmal ein Schock gewesen sein. Nein, also so wie das so in Filmen abläuft, der Arzt kommt rein, die traurige Musik spielt und der Arzt sagt, sie werden nie wieder gehen können. Das passiert einmal überhaupt nicht. Also zuerst sagen die Ärzte, sie wird wieder mobil. Und das heißt nichts anderes, als sie kann irgendwann im Rollstuhl sitzen und sich fortbewegen.
Und das war die Hauptdiagnose. Und genau so habe ich das auch gesehen. Ne? Jetzt muss ich mal schauen, dass ich mit dem Rollstuhl gut umgehen kann, dass ich wieder halbwegs was gleich schaue im Rollstuhl. Ja? Also schöne Schuhe kaufen und einen netten Rollstuhl haben und schauen, dass ich gut umgehen kann, dass es nicht botschert ausschaut oder so. Der Sepp hat heute so lieb zu mir gesagt, Mai, du bist so schnell, das schaut so flink aus, wie du da fährst. Und das habe ich geübt. Also das habe ich geübt. Ich wollte nicht botschert ausschauen. Ich wollte nicht ausschauen Entschuldigung, hätte aber eine Oma mit 80 oder so, die jetzt einen Rollstuhl braucht oder was und die dann wegen ihrem Alter, vielleicht wegen Altersschwäche im Rollstuhl sitzt, sondern ich wollte ausschauen wie eine junge Frau, die ja selbstbewusst und ist und sich fortbewegt. Aber jetzt gesteh ganz ehrlich, wie du die Barbara das erste Mal gesehen hast, hast du eine fesche Frau gesehen oder schaust du automatisch zuerst auf den Rollstuhl? Weil wir einfach das irgendwie so verinnerlicht haben, dass wir zuerst auf den Rollstuhl schauen. Na, ich habe gewusst, dass sie im Rollstuhl sitzt und da habe mich gefreut, weil sie ein fesches Weib ist. Ne? Das ist ganz normal. Ja, wenn du ein Grandschirm gewesen wärst, der Schirche, hätte ich mich trotzdem gefreut. Oder zumindest so dann, oder zumindest so da, wie wenn es darf. Ne? Ich glaube, dann war ich heute nicht da, wenn ich ein Grandschirm war. Aber wie hat denn sozusagen die Behinderung und der Querschnitt und alle Therapien und dieses Zurechtkommen mit der neuen Situation auch dein Bild, dein Selbstbild als junge Frau verändert? Du musstest dich auch als Frau neu entdecken. Natürlich, man muss sich als Frau neu entdecken und man muss auch wieder seinen Platz in der Welt finden, eigentlich. Und das war am Anfang etwas schwierig, das gebe ich zu. Und ich war auch sicherlich nicht so, dass ich nach ein paar Monaten gesagt habe, so, hier bin ich und alles ist wieder locker flockig, ich gehe jetzt fort und habe sofort einen Freund und so. Das nicht, aber es eigentlich wartet man dann auf jemanden, der einen so wirklich so nimmt, wie man ist. Und wenn man so jemanden gefunden hat, dann spielt der Rollstuhl wirklich überhaupt keine Rolle mehr. Also ich habe ja geheiratet und mein Mann, den habe ich wirklich oft, habe ich ihm gesagt, du weißt schon, dass du all diese Einschränkungen, die du jetzt hast mit mir, dass du die nicht haben brauchst. Also du musst mich nicht heiraten, du musst nicht mit mir zusammen sein, weil du kannst gehen. Und er hat dann gesagt, ja, das ist mir alles egal, weil ich bin mit meiner gehenden Freundin, die ich vor dir gehabt habe, nicht tanzen gewesen zum Beispiel. Und wir tanzen miteinander. Oder er hat viele Dinge aufgezählt, die er nie gemacht hat mit seiner Freundin vor mir. Und mit mir hat er so viele Dinge schon erlebt. Und er hat gesagt, eigentlich die Einschränkung ist dann wirklich nur, was man sich selbst auferlegt. Ja? Mhm. Du bist in der Behindertenszene so etwas wie ein Role Model geworden, im wahrsten Sinn des Wortes. Öffentlich bekannt, weil du auch einige Jahre Licht ins Dunkel moderiert hast. Du hast gemodelt, du warst sportlich aktiv. Du bist als Architektin und Sachverständige für barrierefreies Bauen an der TU in Graz und beim Land Steiermark tätig. Du bist sehr erfolgreich, du stellst eine Frau. Und da kommen natürlich jetzt manche Leute, die sagen, ja, was will die uns über Behinderung erzählen? Die ist eine, unter Anführungszeichen, Luxusbehinderte. Ja, ich muss denen eigentlich recht geben. Ich muss denen absolut recht geben. Ich sitze im Rollstuhl und habe aber die geringste Behinderung, die man haben kann, wenn man im Rollstuhl sitzt. Ich kann meinen gesamten Oberkörper bewegen, ich kann meine Hände bewegen. Ich kann also wirklich auch völlig alleine leben, autark leben, ohne jemanden, der mir hilft. Könnte ich. Aber was ich schon finde, und das ist etwas, was die Personen, die selbst eine Behinderung haben, vielleicht gar nicht so bemerken, ist, dass ich einen Bogen spannen kann zwischen Menschen, die eine Behinderung haben, vielleicht eine stärkere Behinderung als ich, und Menschen, die keine Behinderung haben. Denn was ich oft bemerkt habe, ist das, wenn jemand mit Behinderung nichts zu tun hat, dann schaut er gern weg. Dann sagt er, oje, das ist mir jetzt ein bisschen zu heftig, das will ich jetzt gar nicht sehen. Aber wenn man jemanden hat, der so wie Sepp auch gemeint hat, die schaut gar nicht behindert aus, die steht jeden Moment vom Rollstuhl auf. Wenn man jemanden hat, der vielleicht auch von mir aus wirklich so aussieht, ja, kann man einen Bogen spannen zwischen Menschen, die eine sehr starke, sichtbarere Behinderung hat und Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und das finde ich, da kann man als Brückenbauer tätig sein. Das probiere ich auch. Sepp, wie wichtig sind solche Brücken? Und wie wichtig sind da auch solche Botschafter? Was können wir von Menschen, die Einschränkungen haben, seien sie körperlich oder seien sie auch geistig, die dadurch anders ins Leben schauen, aus einer anderen Perspektive, mit anderen Fähigkeiten, auch mit Schwächen, aber auch mit Stärken. Was können wir von denen lernen?
Ja, das ist eine Vorbildfunktion im Grund, die solche Menschen haben. Also ich finde, dass das Akzeptieren von Menschen mit Behinderung ein Gewinn ist für unseren, der sich gesund fühlt, weil er eine Relation hat, weil er sagen muss, um Gottes Willen, ich muss ja jeden Tag dankbar sein, dass mir so gut geht und nicht jammern jeden Tag, dass mir so schlecht geht. Ich habe das Gefühl, ja, ich bin immer froh und zufrieden, wenn wir gerade stehen, wir zwei. Hast du das Gefühl, dass wir insgesamt ein bisschen zu sehr auf die Schwächen und auf die Defizite und auf die Fehler und auf die Einschränkungen schauen, statt die Talente, die Stärken des Einzelnen zu betonen und rauszuholen? Das kommt nur dazu, dass mit jede Schwäche, die den Menschen heimsucht, kann ihn stärker machen, wenn er will. Man braucht nur an seine eigene Jugend denken. Ich habe zum Beispiel nichts gelernt, ich habe keinen Beruf gelernt, gar nichts. Und das erste Geld, das ich mir verdient habe, war ich da in Kaprun mit dem Lasten tragen. Also ich habe 50 Kilo aus dem Schweigerhaus aufgetragen. Das ist kein Spazierengang gewesen. Und ich habe aber Zeit gehabt zum Nachdenken. Und bei dem Nachdenken ist mir eingefallen, dass mir vielleicht besser gegangen, wenn ich mich bewirbe bei den Dauerkraftwerke um eine Arbeit. Da brauche ich mich nicht so plagen und verdiene ein wenig mehr. Und so geht es im Leben halt weiter. Aber es sind die eigenen Schwächen. Es war eine Schwäche von mir. Ich habe keinen Beruf gelernt, keine Schule abgeschlossen. Das ist nicht an mir gelegen, das waren die Zeitumstände. Aber ich habe doch das Gefühl der Schwäche in mir gehabt. Es gibt noch eine Geschichte, die ich in deiner Lebensgeschichte gelesen habe, die mich zu diesem Thema fasziniert hat. Ich hoffe, sie stimmt. Du bist ja aus Südtirol dann mit deinen Eltern ins Salzburgische gekommen und hast hier in der Volksschule im Fach Heimatkunde ein befriedigend bekommen. Also in deiner Wahrnehmung eine schlechte Note. Jetzt bist du in heute der Mann, der so viel über Heimatkunde weiß wie kein anderer. Liegt das in dieser Situation, in dieser Geschichte? Das deine Frage am allerbesten. Und ich habe nie gesagt befriedigend, weil ich habe das nie befriedigend gefunden. Ich habe gesagt, der Dreier. Weil ein Dreier, das war für mich eine Schande. Es war der einzige Dreier in meinem passablen Zeugnis. Und der ist mir alle drei Trimester drei geblieben. Was sollte denn so ein Bub mit 10 Jahren, der in Südtirol in die Berge aufgewachsen ist, von der Stadt Salzburg wissen, wann sie sich um Heimatkunde trat? Nicht? Aber heute kannst du mich natürlich fragen. Aber da habe ich wirklich, also das ist schon ein starkes Beispiel aus einer Schwäche, für die ich nichts dafür können habe. Der eine Mensch Karriere kann für begründet. Seine Schwächen oft nichts dafür. Habe ich eine Stärke gemacht. Ja. Sepp, wir haben gehört, dass die Berge mit deine großen Lehrmeister sind, aber dein ungeheures Wissen ist auch begründet in deiner Liebe zu Büchern. Du hast, glaube ich, eine Bibliothek mit über 1000 Büchern und Bücher haben auch deinen Weg mit in die Berge geprägt. Aber war das dann einfach, in einer Zeit als Träger, als Bergsteiger, später als Hüttenwirt, überhaupt zu Büchern zu kommen? Naja, ich habe alle die kleinen Heftel, Scholl und Reklam, die haben mir meistens Gäste geschenkt, die Studenten waren und das nicht mehr gebraucht haben. Die wird immer Interesse gesehen haben. Dann, ich habe neulich so eins in der Hand gehabt, Kleider machen Leute, von Gottfried Keller. Ich habe das mit großem Vergnügen wieder gelesen. Und dann, wenn ich heute so ein Heftel, ich habe es allweil noch. Und ich habe es auch allweil mitgenommen, wie ich da auf dem Berg war. Ich habe allweil in den Rucksack was zum Lesen gehabt und den Faust von Goethe. Das war eine Marotte von mir, aber ich habe in den Rucksack eh nicht viel zum Reintun gehabt. Ein zweites Hemd, eine zweite Klothosen, ein zweites Paar Socken und dann sind wir schon. Mehr hat man nicht gehabt. Nee, ein Zahnbürstel, das habe ich nicht gebraucht, weil ich mir mit den Fingern die Zähne putzt. Nicht? Und wenn es gar nicht gegangen ist, hat man halt ein bisschen gurgelt mit einem Schnapsel. Nicht? Dann hast du auch eine ordentliche Mundhöhle. Aber diese ganzen Sachen, ich habe mir daran gedacht, da habe ich Touristen gesehen, am Waschlappen haben sie mit, am Surfen haben sie mit. Ja, sind denn die total bescheuert, habe ich mir gedacht. Und heute sind sie die Wasserflaschen mit. Ja, bei uns, wo wir klettern waren, ja, wenn du den ganzen Tag kein Wasser gehabt hast, hast du das auch aushalten müssen. Das hat damals halt als ehrenvoll gehalten. Nicht? Da hätte man gesagt, das ist ja eine Schwäche, der muss ja nach 6 Stunden, braucht der schon einen halben Liter Wasser, überhaupt Wasser
hat man in dem Zusammenhang mit den Durchschlüssen selten verwendet, den Begriff. Nicht? Zurück zu den Büchern. Die haben dein Leben bereichert. Und du hast gerade angesprochen, Kleider machen Leute. Es gibt auch andere Bücher, die du in jungen Jahren gelesen, studiert hast. Und du tust was, was ich nie tue. Du hast unterstrichen auch. Du machst auch Anmerkungen in Büchern. Bei Also sprach Zarathustra von Nietzsche, habe ich gelesen. Genau, ja, hast ja, du ja unterstrichen die wichtigen Sätze. Ja. Jetzt hast du natürlich in jungen Jahren, fragt man sich, wenn du das, weiß ich nicht, viele Jahrzehnte später wieder in die Hand nimmst, hast du denn das Richtige unterstrichen? Ja, neulich habe ich dieses Bierchen wieder in der Hand gehabt. Ich habe es deshalb unterstrichen, weil alle gesagt haben, Nietzsche zitierend, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Und das stimmt nicht. Im Zarathustra steht wörtlich, und das alte Weiblein sprach zu ihm, du gehst zu den Frauen, vergiss die Peitsche nicht. Und da kann man verschieden die Auslegung suchen. Aber dieses vordergründige, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht, das ist so typisch Macho und typisch für Leute, die in Krieg waren und alles Mögliche mitgemacht haben. Also da habe ich nur einen Fehler gefunden und das unterstrichen. Aber ich habe auch andere Sachen unterstrichen, die mir gut gefallen haben und nicht unbedingt vom Nietzsche, obwohl der eine sehr schöne Lyrik gehabt hat. Und was das Lesen betrifft, ein Heftel habe ich allweil mitgehabt. Das wiegt ja nichts. Und dann liest du auf einmal, ich weiß nichts anderes hast, von Friedrich Schiller, die Braut von Messina. Ich habe mein ganzes Leben wahrscheinlich nie gelesen, nie im Theater angeschaut, aber da habe ich es gelesen und das ist schon wieder ein Gewinn gewesen. Mhm. Barbara, die Bücher waren in deiner Arbeit, in deinem Studium natürlich auch ein wichtiger Begleiter. Du bist Architektin, Sachverständige für Bauen und barrierefreies Bauen. Ein wichtiges Datum jetzt mit dem Jahr 2016 sind die Übergangsbestimmungen vorbei, die es jetzt gegeben hat. Was bedeutet das? Wo ist so als Sachverständige deine Bilanz? Wo stehen wir in Österreich? In Österreich ist es so, dass wir eben seit 2006 das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz haben, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr diskriminieren darf. Das kann direkt passieren, indem ich jemanden ausschließe und sage, du darfst hier nicht hinein. Oder das kann, es ist dann unmittelbar, oder es kann mittelbar passieren durch eine Barriere. Und die ist scheinbar für alle neutral, weil jeder muss ja über diese Barriere drüber. Aber es gibt eben Menschen, die das nicht können. Und das ist dann eine Diskriminierung. Wie sich das nun auswirken wird am 01.01.2016, ist absolut nicht vorauszusehen. Weil man muss zuerst, wenn man diskriminiert wird, muss man ein Schlichtungsgespräch machen, das ist eine Mediation. Und dann, wenn das negativ ist, kann man erst klagen. Und es gibt noch keine Judikatur zu diesem Gesetz. Das heißt, das ist alles eine große Überraschung. Was ich jetzt schon weiß, ist, dass ich in ganz vielen Bereichen Baustellen gesehen habe, die kleine Barrieren zum Beispiel, also wo kleine Barrieren entfernt wurden, so Stufen, die vielleicht nur 10 cm hoch waren, wurden angerahmt und so weiter und so fort. Also das ist passiert. Viele Glasmarkierungen für Menschen, die sehbehindert sind, wurden angebracht bei Banken und so weiter. Mhm. Aber was wirklich sein wird am 01.01., da müssen wir uns überraschen. Sepp, wie sensibel bist du mit zunehmendem Alter für dieses Thema Barrierefreiheit, für Stufen, die plötzlich höher sind, für Unterstützung, die man braucht, wenn man körperlich eben nicht mehr so fit ist wie ein Junge? Ich bin schon froh, wenn die Stufen nicht zu hoch sind. Die ist mir ziemlich hoch vorgekommen. Mhm. Und dann will man sich halt nicht blamieren und blockt sie unnötig. Also wenn es niedriger ist, tust du leichter und du hältst deine Würde. Mhm. Wo brauchst du Unterstützung? Ich bin immer der Meinung gewesen, schon als ein Junger, dass man mit dem Älterwerden nicht unbedingt gescheiter werden muss, aber zu Einsichten gelangen kann, die einem zum Vorteil gereichen. Und eine von den Einsichten ist die, dass man sich sagt, ich kann immer diese gewaltigen Bergtouren machen, für die ich einmal berühmt gewesen bin, ich muss ein wenig nachgeben. Ich weiß noch, im 75er Jahr habe ich meine letzte Klettertour gemacht, das war die Hochstadl Nordwand in die Lienzer Dolomiten. Und da habe ich gemerkt, dass meine Reserven aufgebraucht werden. Das habe ich vorher nie gespürt beim Bergsteigen. Und von dem Tag an habe ich aufgehört. Und heute bin ich froh, wenn ich im
Urlaub irgendwo in der Höhe auf 2000 Meter, ein paar Stunden durch den Schneestapf, bin auch zufrieden. Ist auch, um den Titel zu gebrauchen, ein Gipfelsieg. Es relativiert sich eben alles und man muss sich mit dem aber zurechtfinden. Man darf nicht einen falschen Ehrgeiz entwickeln. Ein falscher Ehrgeiz kostet aber unheimlich viel Kraft, Lebenskraft. Und das wird das Leben kürzer. Oder du kannst auch mit einem falschen Ehrgeiz 100 Jahre alt werden, aber ob du zufrieden wirst, ist eine andere Frage. Barbara, wo begegnet dir Barriere, Freiheit oder eben auch Barrieren, die dir das Leben schwer machen? Wir sind hier am Kitzsteinhorn, am barrierefreien Kitzsteinhorn. Das ist heute Gott sei Dank schon auf einigen Berggipfeln, auf vielen in Österreich. Früher, vor Jahrzehnten, war das noch undenkbar, dass behinderte Menschen auf einen Gipfel können, Berge in die Berge können. Wo begegnet dir das, dass es nicht so ist? Also eigentlich auf den Bergen gar nicht so, aber dann wirklich im Tal, zum Beispiel bei mir in Graz, ist es wirklich schwierig, ein Lokal zu finden, wo man sagen kann, da kann man hingehen und kann gut essen gehen und da gibt es vielleicht dann auch ein WC, das ich benutzen kann, da kann ich dann länger bleiben oder ich hätte mehr Auswahl vielleicht. Das ist natürlich, mein Mann und ich, wir haben so unsere Fixpunkte, da gehen wir gern hin, da gehen wir gern essen oder fort, aber es ist die Auswahl schon noch relativ gering. Ich hoffe, dass sich das verbessern wird. Weil, ja, wenn dann mein Kind etwas größer wird, dann werden wir wieder öfter ausgehen. Du bist seit 1,5 Jahren Mama der kleinen Cecilia. Ein Wirbelwind, der dich, der euch ganz schön fordert. Welche Qualität bringt sie in dein Leben? Aber wo hat sie es auch heraus, dass die Mama nicht gehen, nicht laufen kann? Das, glaube ich, hat sie noch nicht ganz heraus. Also sie probiert immer mit mir Stufen zu steigen. Sie sagt immer, und dann zeigt sie auf das Treppenhaus und ich sage, es tut mir so leid, aber ich kann mit dir nicht Stufen steigen. Und dann gehe ich mit ihr hin, dann fahre ich mit dem Rollstuhl eben hin und sie sitzt bei mir im Schoß und dann sieht sie, dass, da geht nichts weiter. Aber sie geht total gern Stufen steigen mit der Oma oder mit dem Papa. Das mag sie einfach, das findet sie cool und lästig. Mhm. Das kann ich natürlich nicht. Also das ist etwas, was definitiv einmal passieren wird, dass sie mir wegläuft und dann sagt, Edgy Badge, Mama, das kannst du nicht. Mhm. Sepp, du bist 85 Jahre, du giltst in Österreich also als der Weise. Was ist wirklich wichtig im Leben? Ja, es ist kein Vorteil, wenn man für weise gehalten wird, weil das ist nicht weit weg vom Vertrotteltsein. Und also da bin ich eher skeptisch. Mhm. Barbara, wie schaut das für dich aus? Gipfelsieg heißt unsere Sendung und es heißt ja oder steckt ja im Titel drinnen eben diese Relativität, dass man viele Entbehrungen auch am Weg zum Gipfel, viele Pausen, viele Ruhepausen, die man einlegt, viele Weggabelung, die vor einem liegen. Wie schaut das für dich aus? Was ist für dich ein Gipfelsieg in deinem Leben? Etwas, was dir Erfüllung bringt, wo du das Gefühl hast, das ist es. Ja, ich habe schon viele Siege gefeiert, aber irgendwie, ich kann das jetzt gar nicht so sagen, was ich jetzt an das Absolutes, ich habe mir das auch vorher überlegt, was sage ich jetzt, die Geburt von meiner Tochter oder sage ich, dass ich geheiratet habe oder was sage ich da jetzt? Aber ich kann das überhaupt nicht einordnen. Also so einen echten Sieg, wo ich dann da gestanden bin und gejubelt habe, weiß ich gar nicht. Ich finde, mein Leben besteht oder bestand bisher aus ganz vielen kleinen Zufällen, die mich immer wieder zu Dingen gebracht haben, wo ich gedacht habe, also das mache ich nie. Also nie. Ich kann mich erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben, hast du mich gefragt, interessiert dich überhaupt sowas wie Fernsehen oder Moderation? Dann habe ich gesagt, na, die große Barbara Stöckl fragt mich Fernsehmoderation, na. Und ein paar Jahre später haben wir uns wieder gesehen, als ich im ORF Licht ins Dunkel moderiert habe, wo ich wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin zu diesem. Man hat mich gefragt und über Umwege und so weiter bin ich dann dazu gekommen. Und genauso funktioniert mein Leben. Irgendwo stolper ich dann rein und dann bin ich das. Jetzt bin ich seit kurzem zum Beispiel Lektorin an der TU Graz. Ich habe eine eigene Vorlesung über barrierefreies Bauen. Ich habe meine eigenen Studenten und die schreiben dann viele E-Mails und fragen dich was. Das ist ganz schön anstrengend. Aber es gefällt mir auch total gut als Lehrende. Aber hättest du mich gefragt, wirst du mal Lehrerin sein? Dann sage ich, ja genau, ich, sicher nicht. Also ich schlage mich nicht mit irgendwelchen Schülern oder Studenten herum, ja, mit irgendwelchen Fragen. Aber es gefällt mir total gut und es ist total toll. Aber ich weiß nicht, die Dinge passieren mir einfach so. Und ob ich das jetzt einen Sieg nennen kann, dass ich dann vor 90 Studenten vortrage,
Ich weiß nicht. Sepp, du hast so viele Gipfel in deinem Leben erklommen. Was steckt für dich in dem Wort Gipfelsieg drinnen? Gibt es den überhaupt? Denn naja, das ist, der Gipfelsieg ist ein alpinistisches Schlagwort. Und Tatsache ist, dass man, wenn man einen Gipfel erreicht, einen Sieg errungen hat. In erster Linie über sich. Über sich selber. Man hat es selber idealisiert und gesagt, der Berg ist besiegt. Am Berg kannst du nicht besiegen. Das ist ein Steinhaufen, manchmal eisbedeckt, aber damit hat es und ist halt entsprechend hoch. Aber im Prinzip ist es immer der Mensch, der um den Berg kämpft, mit sich kämpft, damit er sich selber besiegen kann. Es ist ein schönes Gefühl, also wenn man eine schwere Tour gemacht hat und dann am Gipfel oben steht. Und das ist ein gutes Gefühl. Allerdings ist es schon wieder getrübt von der Sorge um den Abstieg. Du musst ja wieder runterkommen. Und wenn du einen geführt hast, dann musst du auch wieder gut runterbringen. Also so einfach ist das nicht mit den Siegen und mit den Gipfeln. Obwohl ich die Idee von der Marianne Henkel großartig finde, Gipfelsieg einfach unter die Menschen zu bringen, als Gedankengut im Zusammenhang mit menschlichen Behinderungen. Es ist fantastisch. Mhm. Gibt es denn so einen Gipfel, den du vorhast im Leben, den du dir noch wünschst, einen echten oder eben einen im übertragenen Sinn? Naja, früher haben die alten Leute gesagt, das, was ich mir noch wünsche in meinem Leben, ist eine gute Sterbestunde. Das hat sehr viel für sich. Ich wünsche mir gerade nicht das Sterben, obwohl ich weiß, dass ich nicht mehr weit weg davon bin. Aber ich wünsche mir eine gute Stunde zum Sterben. Das ist schon wahr. Am liebsten weiß man, wenn ich es mit einem Glas Wein in der Hand erwische. Dass ich noch zum Tod Gesundheit suchen kommt. Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort heute mit deinem Lachen dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Gedanken, für Einblicke in eure Geschichten und in eure Leben. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse an unserer Sendung. Ich bedanke mich hier in Kaprun am Kitzsteinhorn für die Gastfreundschaft und wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. Und wir bedanken uns bei dir. Dankeschön.